Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht ausgecheckt habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da haben wir zwei Templer getötet, mal wieder. So, jetzt machen wir mit der Hauptgeschichte weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ist kostenlos. So, jetzt heißt bei solchen Freunden, ja, Jacopo Di Pazzi, wir verfolgen sie wahrscheinlich. Bis zum Templer treffen. Jacopo Di Pazzi finden. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Ja, müssen wir ihn wieder verfolgen, wie immer. So, verstecken wir uns hier bei den Kurtisanen. Da sieht er uns nicht so schnell. Oder fast sogar gar nicht. So. Jetzt sind wir schon ein Stück gelaufen. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Ja, uns haben Sie noch nicht gesehen, so viel weiß ich auch. So. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Boah, ich hasse hier diese Leute mit der Gitarre, die belästigen uns immer so, ne? Das ist unglaublich. So, da sind ein paar Wachen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir jetzt machen. Oh, noch mehr von den Idioten. Nee, hat es nicht. So, ablenken. Wir gehen nach oben. So, und jetzt verfolgen wir die von oben aus. Von der Stadtmauer. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Mann, die laufen aber langsam, ey. Das ist ja schon unverschämt ein bisschen. Auch klar, natürlich, die sehen uns auch noch. Natürlich. Ich glaube, ich sollte mich aufbessern. Ja, dann wirst du nicht so speckig, ne? So, gut. Oh, da hinten ist ein Heuhaufen, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt mal einen Todessprung ran. Da können wir da auf den warten. Oh, ist er hier? Hier runter? So, er geht jetzt hier runter, dann müssen wir sehr wahrscheinlich auch da runter. Aber ich frage mich nur, wie. Ach, geil, die gehen auch runter. Da haben wir schon ein bisschen freie Fahrt. Heuern wir mal die Diebe an. Um vielleicht gleich ein paar Leute abzulenken. Genau, die Wölfe, die heulen auch schon. So, warten wir noch kurz, bis er ganz unten ist. Wir gehen auch noch ein kleines Stück runter, um nicht den Anschluss zu verlieren. So, die lenken wir ab. Und dann gehen wir von oben rein. Das Treffen belauschen, ohne entdeckt zu werden. Aha. 25 Sekunden Zeit haben wir dafür, um den Punkt da zu erreichen auf der Karte. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Keine Ahnung. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend.
Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genug nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe, Assassine. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Ha! Hört euch das nur an! Er hat... Ja, genau. Jetzt hast du gehört, was da passiert ist. Benutzt, um Jacopo die Pazzi-Leiden zu beenden. Okay, machen wir das mal gleich. Aber erstmal hauen wir die Leute mal ein bisschen weg. Die haben schon so eine hohe Meinung von sich selbst bekommen. Oh, das dauert viel zu lange. Nehmen wir ein paar Rauchbomben hier. Räuchern wir die aus. Und dann noch ein bisschen hier Maus und Katze spielen. Ja, da ist er ja. Noch einer. Zack. Und jetzt den auch noch wegmachen. Den hier noch. Ja, und dann bleibt nur noch einer übrig. Der hier noch. Oh, der will gar nicht kämpfen, das ist noch besser. So, jetzt Jacopo. Geh voran, ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. So, ihn haben wir jetzt auch eliminiert. Ein Templer weniger. So. Sequenz 5 beendet. Ah, wo sind wir hier wieder gelandet? Ich glaube Florenz, ne? Ja, Republik Florenz, 1480. Immer noch. Glaube ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Das hier angezeigt wurde. So, hier sind wir schon in der Nähe von der nächsten Mission. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk.
Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Ah, hier sehen wir richtig stylisch aus, ne? Medici-Umhang erhalten, ne? Richtig krass. So. Da haben wir noch in der Mission was zu erledigen, wie es scheint. Der Karte da. Ah, sind wahrscheinlich wieder zu Leonardo. Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Ah ja, das heißt, unser Weg führt uns auch zu nach Venedig. Kommt, Freunde. Diese neuen Minen. So, können wir uns hier noch was kaufen? Munition, Rauchbomben. Kleine Waffen, nehmen wir doch mal hier diese... Dieser mit einer Metallhandschuh hier. Oder? Ja, nehmen wir den. Können wir uns leisten. Und vielleicht noch hier diese gelehrte Ochsenzunge. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Oder auch nicht. Ah, die holen wir, wenn wir in Dings sind. In Monteregioni. Da gibt es nämlich Rabatte. Oder wir reisen einfach jetzt noch dahin. Da haben wir sogar noch Geld in der Truhe übrig. Können wir die plündern nochmal, die Truhe. Kriegen wir auch nochmal extra Moneten dazu noch. Der fährt hier Formel 1. Richtige Schikane ist er gefahren. So, gehen wir hier nochmal runter zum Altarraum. Da haben wir auch noch was zum Abgeben. So, welcher war das nochmal? Ich glaube, der hier war das. Nee. Dann der. Ja, der war das. Vayu, glaube ich. Hieß der Vayu? Sowas ungefähr. So, na bravo, bravo. Da waren es nur noch drei. Die drei nur noch. So, gehen wir wieder zurück. So, jetzt haben wir 25.718 Floriden. Vielleicht kaufen wir uns hier was von unserem Schmied. Rüstung vielleicht. Hier, einmal den Brustschutz, Helmschmied. Oder Armschützer Metall. Ich glaube, nehmen wir erstmal den Armschützer Metall. Und das können wir uns auch noch leisten, das ist sehr gut. 10.000 bleiben noch übrig. Wir können uns vielleicht noch die gelehrte Ochsenzunge kaufen. Ja. Sogar Schnäppchen. Munition ist auch voll. Reparieren wir nochmal die Rüstung. Dann wird ihr also nur so gewöhnlich. Na klar, wie immer. So. So. Nur die Besten. Können wir hier auch noch was kaufen? Beutel. Messergürtel-Erweiterung, ja. Den holen wir uns auch noch. Jetzt nochmal zurück zum Schmied. Um Munition aufzufüllen nochmal, ne? So, jetzt haben wir 15 davon. 15 Wurfmesser. Und jetzt zurück nach Florenz. Nehmen wir Leonardos Werkstatt wieder. So. So, bevor wir Florenz verlassen und nach Venedig reisen, sehr wahrscheinlich, was ich vermute, machen wir hier noch so eine kleine Nebenmission, um ein bisschen Geld zu verdienen. So eine Attentatmission machen wir, so. Lag mir nicht auf der Zunge. Markttag haben wir heute. So. 435 Meter entfernt. Was ist das denn für ein Fruchtexemplar da unten? Naja, nichts für uns. Gehen wir mal auf die Dächer, da können wir das von oben alles betrachten. Manchmal immer besser als von unten.
So, wo ist er? Wo ist unser Ziel? Hier vielleicht? Nee, das ist was Rotes. Das ist was Rotes, das ist kein Ziel. Das ist nur eine Wache. Aber vielleicht ist er ja unter uns. Also unterm Gebäude, ne? Da unten ist bestimmt so ein Tunnel. Ziel lokalisiert? Wo denn? Ach, da. Da hatte ich doch recht. Wo bin ich bescheuert, ey? Gehen wir wieder zurück, da runter. Kommt er vielleicht hier raus? Nein, da ist kein Durchgang. Buona giornata. Aha. So, gehen wir hier runter. Und dann vielleicht mit Wurfmessern eliminieren. Hallo, ich will da runter. Mann, ey, dass er das mal so spät kapiert. Was ich will oder nicht. So, da ist er. Schnell, Wurfmesser. Zap, zap. So, den hätten wir jetzt. Eliminieren wir den da unten auch noch? Luftattentat? Vielleicht. Na ne, ist ja eh keiner. Also. Das ist der, ja? Ich weiß nicht, was das ist. Plündern wir ihn noch. Und den da hinten. Oh, Medizin und Wurfmesser erhalten. Sehr gut. Gerne. Ah ne, hier waren wir ja schon, ne? Da haben wir ihn im Moment nichts zu suchen. Beim, hier, Kunsthändler. Das ist doch mal was Gutes. Gemälde. Da können wir, aber erstmal Schatzkarten. Guck mal, wir werden überall haben und Schatzkarten gekauft, nur nicht in Florenz. So, das Rest aus dem Replay kaufen wir uns ein paar Gemälde, die einigermaßen billig sind, um den Wert von Monteriggioni zu steigern, wie immer, ne? Gib es mal Einnahmen. Den nehmen wir auch noch mit. So. Exzellenz, Signore. Ein wahrer Kenner der Künste. Na klar, so sind wir nun mal. Bitte. So, das war's natürlich auch in der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ne? Das Video heute wird mal etwas kürzer, weil die letzten etwas länger waren. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.